für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Anfang Januar haben wir als SPD-Fraktion hier einen Antrag zur Honorarberatung ins Plenum des Deutschen Bundestages eingebracht. Wir wollten damit erreichen und wollen damit weiterhin erreichen, dass Vertrieb von Wertpapieren und Geldanlagen auf eine neue Grundlage gestellt wird, damit der Verbraucherschutz gestärkt wird und die Transparenz erhöht wird. Die Koalition hat sich verhalten gezeigt bei der Debatte. Jetzt aber müssen Sie regieren. Mein Vorredner hat es hier gesagt, Sie müssen reagieren, und zwar deshalb, weil Ihnen die EU-Kommission jetzt Dampf macht mit ihrem Vorschlag zur europäischen Prospektrichtlinie. Und das ist auch notwendig, meine Damen und Herren. Mit dem hier vorliegenden Umsetzungsgesetz für Deutschland steht damit der Anlegerschutz wieder einmal auf der Tagesordnung. Und das ist auch deshalb notwendig, eben weil in der Vergangenheit immer wieder zu wenig dabei gemacht worden ist und es zu wenig Schritte nach vorne gegeben hat. Jetzt kommt es zu Verbesserungen, insbesondere Verbesserungen dahingehend, dass nicht nur und an dieser Stelle nicht über die Qualität der Produkte selber geredet wird, sondern es entscheidend um die Aufklärung der Anlegerinnen und Anleger geht. Dabei ist Information ein zentraler Punkt. Und hierum geht es bei den Verkaufsprospekten, die Inhalt dieses Umsetzungsgesetzes sind, aber eben auf Druck der Europäischen Union. Wir müssen einmal doch deutlich an der Stelle sagen, dass in den Anlegerschutzregelungen, die diese schwarz-gelbe Koalition hier eingebracht haben, Prospekte vorgesehen sind, die teilweise Hunderte von Seiten umfassen. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, welcher Anleger liest denn wirklich diese Konvolute? Und dann noch angesichts der Tatsache, dass sie mit Fachbegriffen gespickt sind. Es ist notwendig, diese Prospekte transparenter und verständlicher zu machen, denn es geht dabei natürlich um teilweise komplizierte Angelegenheiten und komplizierte Produkte, also durchaus ein schwieriger Grat zwischen großmöglicher Transparenz, aber gleichzeitig notwendigem Inhalt. Die EU-Kommission schlägt jetzt vor, diese Projektrichtlinie regelmäßig zu überprüfen und zu evaluieren. Das schlagen Sie nicht nur vor, sondern das wird dort auch gemacht. Und dem müssen wir jetzt hier in Deutschland folgen. Und ich finde das gut. Ich habe immer bedauert, und wir haben es als SPD hier mehrfach deutlich gemacht, als Sie Ihre Anlegerschutzgesetze eingebracht haben, haben wir gesagt, wir brauchen eine verpflichtende, regelmäßige Evaluierung, auch in den Gesetzesregelungen in Deutschland durch Experten, externe Experten. Das ist nicht hinreichend drin. Wir hatten dazu weitergehende Vorschläge, und ich hoffe, dass sich die Evaluierung und die Überprüfung dieser Dinge mit diesem Gesetz deutlich verbessert, meine Damen und Herren. Das Gesetz selber wird ja nun im Bereich des Prospektrechts ansetzen. Ich will zwei wesentliche Punkte aus unserer Sicht sagen, die darin angeschoben sind und wir jetzt in den weiteren Beratungen, wir befinden uns ja heute hier in der ersten Lesung, in den weiteren Beratungen damit werden befassen müssen. Das eine ist die Tatsache der Projektzusammenfassungen, in denen Schlüsselinformationen zukünftig enthalten sein müssen und eine stärkere Konzentration auf das Wesentliche erfolgen muss. Der zweite Punkt ist die Frage der Gültigkeit von Prospekten. Es ist richtig, dass Prospekte weiter 12 Monate gültig sein sollen, aber nach den hier vorliegenden Vorstellungen nicht mehr ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, sondern erst, wenn die Aufsicht diese Prospekte gebilligt hat. Dieses Mehr an Kontrolle und Überprüfung ist ein wichtiger Punkt, und auch die Verlängerung der Frist dadurch und Veränderung der Frist geht in die richtige Richtung. Einige weitere Dinge werden angefasst, und ich will hier hinweisen auf die Tatsache der Erhöhung der Bußgelder bei öffentlichen Angeboten ohne Prospekt. Da sind die Bußgelder bisher bei 50.000 Euro. Nach den hier vorliegenden Vorschlägen sollen sie erhöht werden auf 500.000 Euro. Das ist eine drastische Erhöhung. Das aber geht in die richtige Richtung, auch in der Frage dieser Größenordnung. Etwas skeptisch bin ich bei den Schwellenwerten, die abgesenkt werden sollen. Wir müssen aufpassen, dass hier nicht Deregulierung, mein Vorredner hat es als Entbürokratisierung bezeichnet, dass hier nicht solche Deregulierungen zugunsten der Wirtschaft und zulasten der Anleger stattfinden. Da werden wir als Sozialdemokraten sehr sensibel und sehr genau hinsehen, meine Damen und Herren.
Ansonsten werden und sind in den Diskussionen um den Anlegerschutz auch weitere wichtige Baustellen aufzunehmen, die nach wie vor unzureichend in unseren Dingen geregelt sind. Ich will hier nur einmal das Produktinformationsblatt ansprechen und will festhalten, auch vor dem Hintergrund dessen, was die BaFin dazu schon an verschiedenen Stellen festgestellt hat, sie sind nicht hinreichend standardisiert, sie müssen einheitlicher werden und vor allem übersichtlicher, damit sie einen wirklichen Schutz und eine wirkliche Hilfe bieten können. Angesprochen worden ist hier ein zweites Thema, welches nicht mit dieser EU-Richtlinie zu tun hat und welches nicht im Zusammenhang mit der Änderung des Börsengesetzes unmittelbar besteht, sondern das Thema Bankenabgabe adressiert. Das nimmt die Koalition an der Stelle auf und packt es quasi in den Omnibus und schiebt es mit in dieses Gesetz, bei dem es dann zu einer Änderung des ja vor geraumer Zeit beschlossenen Restrukturierungsfondsgesetzes kommen muss. Man muss an dieser Stelle erst einmal festhalten, dass die von Ihnen vorgelegte Bankenabgabe ein Nichts ist, eine viel zu geringe Wirkung hat. Das, was die Kanzlerin uns hier im Hause versprochen hat, dass mit dieser Bankenabgabe dafür gesorgt werden soll, dass die Steuerzahler bei zukünftigen Krisen nicht herangezogen werden, sondern dass die Verursacher der Krisen herangezogen werden, das ist mit der Bankenabgabe nicht gegeben und nicht realisiert. Und das wissen Sie auch, weil Sie nämlich wissen, dass schon das Volumen mit 1,2 Milliarden in der Zielsetzung als lächerlich angesetzt worden ist. Und wenn ich dann noch einmal dazu komme und auf die Wirklichkeit komme, dass nur 600 Millionen, also gerade die Hälfte des ursprünglich avisierten und anvisierten Aufkommens erzielt wird, dann ist das lächerlich, was Sie hier der deutschen Öffentlichkeit und dem Gesetzbuch verschrieben haben als schwarz-gelbe Koalition, meine Damen und Herren. Das ist nicht hinreichend, gerade die Hälfte. Und Sie wissen auch, dass gerade die Großen der Branche verschont werden. Ich darf zwei Zahlen nennen. Die Deutsche Bank hat einen Gewinn von 4,3 Milliarden Euro im letzten Jahr gemacht. Die Bankenabgabe beträgt 124 Millionen Euro. Das sind gerade mal 3% dieses gewaltigen Gewinns. Das ist zu wenig für ein solch systemrelevantes und bedeutendes Unternehmen und für eine solche Bank. Da hätte man mehr machen müssen. Allerdings ist es ja hochinteressant, dass Sie eine wichtige Korrektur vornehmen, und zwar gerade in dem Bereich der wichtigen Institute für wirtschaftliche Entwicklung. Endlich folgen Sie dem, was wir als Sozialdemokraten hier in der Debatte schon eingebracht haben und was auch die Länder über den Bundesrat gefordert haben. Da ist gefordert worden, die Förderbanken rauszunehmen. Soweit gehen Sie nicht, sondern Sie nehmen die Förderkredite heraus aus der Berechnung für die Bankenabgabe. Das ist ein kleiner Schritt, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Nur hätten Sie das schon lange in den damaligen Beratungen haben können. Da haben Sie gezögert und gezaudert und nicht darauf geachtet, dass Förderbanken in Ländern, im Bund und auch in Europa davon ausgenommen werden müssen, weil sie strukturpolitisch eine wichtige Funktion haben, meine Damen und Herren. Ich darf zusammenfassen, Sie machen hier mit diesem Gesetz eine Reihe von Vorschlägen. Sie korrigieren teils auf Druck der Europäischen Kommission, teils offensichtlich aus verspäteter Einsicht einen Teil, das scheint ja bei der Bankenabgabe so zu sein, ein Teil Ihrer eigenen Gesetze. Ich sage Ihnen aber, Sie ziehen nach wie vor den Finanzsektor nicht wirksam und nachhaltig heran in die Bewältigung der Krisenlasten. Man kann nur sagen, CDU, CSU und FDP halten fest an ihrer Politik, die eine Verschonung derer sind, die wirklich verursachend sind und zugunsten der Steuerzahler hier in die Verantwortung genommen werden müssen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das Wort hat nun Björn Sänger für die FDP.